Neue Abteilung eingeweiht. Am Mittwoch eröffnete im Städtischen Klinikum Dessau eine ganz spezielle Abteilung der Physiotherapie. Die Frage, wann ein Erwerbstätiger nach langer Krankheit wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren kann und ob er immer noch dieselbe Leistung erbringen kann, kann hier getestet werden. Dafür wurden eigens realitätsgetreue Trainings- und Testräume eingerichtet. So wird beispielsweise mit Hilfe eines Autos oder eines Pflegebettes die jeweilige Arbeitssituation authentisch nachempfunden. Dabei führen speziell geschulte Mitarbeiter die Tests durch. Auftraggeber solcher Leistungstests, welche im Haus 10b, dem ehemaligen ITS-Gebäude, durchgeführt werden, sind unter anderem Berufsgenossenschaften und Krankenkassen.